So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Nein, das da, genau. Warte mal ganz kurz, nimmt er überhaupt auf? Meine CPU-Auslastung ist so niedrig, aber es könnte tatsächlich doch sein. Lalala, aufnehmen. Ausgelassene Frames. Okay. Durchschnittliche Rennzeit. Da sieht gut aus. Sieht gut aus. 60 FPS. Sollte also alles klappen. Okay. Ja, ich mache mal ein paar kleine Testaufnahmen wegen verschiedenen Gründen. Zum einen, wie man gerade schon sieht, mein erster Test, ob die Kamera überhaupt richtig ist. Also, ich gucke hier. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Perfekt. So, mein erster Test, ob das mit OBS funktioniert. Ich nehme nämlich tatsächlich jetzt mal mit OBS auf, um zu gucken, wie das Ganze so ist. Jetzt muss ich nur drauf aufpassen. Scheiße. Dass ich hier keine Einstellungen durcheinander bringe mit dem Livestream-Setup, dass ich zum Beispiel halt auf 60 Bilder pro Sekunde umstelle und nicht auf 10 Bilder und auch mit meiner Framerate, mit meiner Bitrate hochgehe, ne, weil für Stream muss ich ja mit 1000 Kilobit pro Sekunde arbeiten, also mit CBR. Und für klassische Aufnahmen nutze ich natürlich dann CRF. Und zwar mit dem Quantifier 17. Das ist eine gute Qualität. Ich werde die Folgen auch erstmal, solange bis es mit Glasfaser endlich mal ist, werde ich auch erstmal nur als 1080p hochladen. Einfach weil mir für 4K hochladen einfach zu lange dauert. Ist jetzt nicht, dass es mir persönlich zu lange dauern würde, aber solange wie ich die Dinger hochlade, sind natürlich meine Server nicht so gut erreichbar. Ne? Und das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. Deswegen, genau. So, dann mal kurz gucken hier. Halt. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Genau, also das hat sich zum einen geändert. Also, dass ich jetzt ein bisschen mit OBS probieren möchte. Ich hoffe, es wird kein böses Erwachen irgendwann geben mit OBS. Und zum anderen hat sich auch bei meinen Servern ein bisschen was getan. Und zwar habe ich zum Beispiel jetzt die M-Timer-Mod auf meinen Servern drauf. Ja. Und ich habe meine Server, habt ihr vielleicht, wenn ihr geguckt habt, im Livestream geguckt. Ne, meine Mindtest-Server haben jetzt einen neuen Unterbau. Und genau, da wollen wir mal ein bisschen testen, ob das alles so geht, wie das soll. Spiel starten, nein, Spiel betreten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Wir gucken erstmal ein bisschen hier auf dem Vanilla-Server. Da kann am wenigsten schief gehen. So. So sollte das Ganze funktionieren. Die M-Timer-Mod ist, wie man sieht, standardmäßig invisible. Auf gut Deutsch halt nicht sichtbar. Weil ich das ja hauptsächlich nur für die Let's Play-Aufnahmen mache und für die Leute, die wirklich die M-Timer-Mod haben möchten, weil die zum Beispiel selber auch Aufnahmen machen möchten. Gruß geht raus ans Hören. Und natürlich an Linux Dirk, von dem ist die Mod. Linux Dirk, geiler Dude. Genau. Sichtbar machen kann man die ganz einfach, indem man sagt: Hier M-Timer. Also, ich wirke jetzt, als wenn ich Ahnung hätte. Nein, habe ich nicht.
Die M-Timer-Mod nutze ich jetzt gerade auch produktiv zum ersten Mal. So, das ist das Hauptinterface und hier kann man das Ding sichtbar machen. Ja, oder auch nicht. Wo ist denn das? Ach, wow, ganz oben links. So, sichtbar. Jetzt sollte das Ding standardmäßig am unteren rechten Rand sichtbar sein. Was ganz einfach daran liegt, dass und links ja die Area Mod gedingst hat. Dingst. Verlassen. Okay, ich habe wirklich das Gefühl, man muss sich danach immer erstmal abmelden. Okay, weil ein Delay-Versatz sollte jetzt nicht vorhanden sein, da ich ja direkt auf meinem Laptop spiele. La la la, another client is connected with this name. What the fuck is going on? Ah, geht doch. Hallo? Hallo? Merkt er denn nicht, dass ich schon längst wieder off bin? Dich können wir eigentlich auch mal hier so ein bisschen groß machen hier so. Wow! Ah nee, sieht scheiße aus. Lass mal nicht machen. Warum registriert der Hurensohn nicht, dass ich nicht mehr on bin? Was ist denn hier los? Komme ich gerade wohl vor wie bei Windows hier. Geht doch. So, aha, jetzt haben wir unten rechts das Gedings. Aktuelles Datum, Spielzeit, Sitzungsdauer und genau diese Sitzungsdauer wird das sein, was halt im Let's Play interessant sein dürfte. Ansonsten habe ich jetzt auch gesehen, es gibt seit neuem eine Timer-Funktion. Können wir nochmal hier ganz kurz hier Timer, 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 gibt es hier irgendwas? Ah, genau, Timer-Format, individueller Timer. Whatever. Ja, man hört es auch schon, Tiere sind auch wieder aktiv, ne? Wobei die ja schon etwas länger wieder aktiv sind. Die sind ja schon seit fast einer Woche. Nee, naja. Oh, auf jeden Fall seit ein paar Tagen aktiv. Das heißt, die aktiv auf meinem Server spielen, die dürften das bereits wieder wissen. Gibt es noch eine Neuerung? Nee, ne? Eigentlich nicht. Da haben wir schon das erste Tier. Haben wir denn ein Messer dabei? Ja, nur an einem Platz, wo es normalerweise nicht hingehört. Digga, wie sieht denn hier mein Inventar aus? Holy shit. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Sehr nice. Genau, ansonsten habe ich natürlich auch im Laufe des Zuges, ich habe ja jetzt auf meinen Servern ist jetzt überall MyTest 5.4 drauf. Und im Rahmen dessen habe ich natürlich auch ein paar Mods aktualisiert. Da hinten ist ein großes leeres Feld. Und bei meinem Creative Server zum Beispiel habe ich gesehen, bei der Farming Mod hat sich ein bisschen was geändert. Wir hatten ja früher immer diese großen Pie-Dinger da, diese komischen Himbeerkuchen, Brombeerkuchen, Erdbeerkuchen und wie ist der geil, was da alles gibt. Die gibt es wohl irgendwie nicht mehr. Oder sind zumindest standardmäßig nicht mehr aktiv. Weil an den Stellen, wo die Dinger normalerweise waren, hatte ich bei unserem Creative Server Let's Play, da hatten wir so ein komisches Korb hingestellt, wo man die Dinger reinschmeißen kann. Und da hatte ich anderen Block. Also habe ich die Dinger erstmal entfernt. Ja. So. Gehen wir mal rüber zu unserem Hotel. Yay. Platsch. Wow. Haarscharf. Wo komme ich noch mal hoch? Da komme ich da hinten, da komme ich hoch. Sehr schön. Lalalala. Ich hoffe mal.
Das Schöne ist halt, dass ich jetzt hier, ne, das ist der Grund, weswegen ich auch ein bisschen mit OBS probieren möchte, weil ich halt bei OBS wirklich A sehe, was ich, also, ne, you get what you see. Und zum anderen könnte ich sogar ja, das im laufenden Betrieb ändern. Das ist ja etwas, was mir bei FFmpeg verwehrt geblieben ist. Ne? Wenn ich merke, da oben ist irgendwas, was man im Bild dann nicht sieht, dann kann ich das hier on the fly ändern. Ich hoffe, die Vorteile wiegen die Nachteile auf oder sind sogar noch bedeutender als die Nachteile. Weil, wie gesagt, der große Nachteil, der halt im Raum steht, ist natürlich, dass zum einen OBS wohl nicht so ganz stabil läuft, wobei ich nicht weiß, ob sich das jetzt in letzter Zeit geändert hat. Also ich hatte bisher noch keine Abstürze bei OBS, ne? Das heißt, bei mir läuft es bisher stabil. Und der andere Disadvantage, wenn man so möchte, ist halt auch, dass OBS ein bisschen mehr CPU-Leistung braucht, was halt logisch ist, weil ja OBS halt natürlich on the fly in real-time compositen muss. Ne? Also halt dieses Kamerabild in Screen und diese ganze, was man normalerweise im Nachhinein mit einem Schnittprogramm macht, macht er natürlich während des Aufnehmens und dementsprechend hat er natürlich zur Laufzeit eine höhere CPU-Auslastung. Was auch einer der Gründe war, weswegen ich mich bisher immer so ein bisschen dagegen gesträubt habe. Ja. Genau. So. Doink, doink. Aha. Warum ist es hier dunkel? Also der Himmel jetzt wird hier dunkel und hier hell. Dieses Hotel, wo es aus Stein besteht, ist für meinen Test schon so viel Gestein, dass ich denke, da ist eine Höhle oder sowas. Lol. So. Holy shit. Hab ganz vergessen, wie groß mein Hotel ist. Hier ist alles noch beim Alten. Sehr schön. Ich habe übrigens, just for fun, habe ich jetzt auch mal meinen alten Raspberry Pi 1 rausgesucht. Und da mal mein Test Version 5.4 kopiliert, also drauf geklatscht. Und es läuft erschreckend gut. Ja. Hätte ich ja jetzt so nicht gedacht, weil A ist ja Raspberry Pi 1b jetzt nicht der leistungsstärkste Raspberry Pi. Und zum anderen habe ich hinten so einen komischen schwarzen Fleck. Was ist das denn? Mann, warum kann man bei Mac jetzt nicht mehr zoomen? Wir brauchen Fernglas. Scheiße. Nee. Und zum anderen ist ja mein Test 5. What the fuck? Wow. Doch ein bisschen hungriger als MyTest 0.4. Aber es läuft, wie gesagt, erschreckend gut. Ich meine, ich habe jetzt zum Testen doch nur erstmal so einen Vanilla-Server drauflaufen. Aber es läuft, wie gesagt, erschreckend gut. Können wir mal reinschauen? Wenn wir sowieso gerade ein bisschen so am Rumspielen sind. Das ist. Nee, habe ich hier noch gar nicht. Dann bist du. Der da. Der da. Ach, was mach ich denn hier? Und. Nee. Da habe ich kein Passwort. Auf dem Raspberry Pi kommt übers Internet sowieso keiner ran. Von daher. Tada! Das ist mein kleiner Vanilla-Server. Der ist tatsächlich genauso eingerichtet wie mein German Vanilla-Server. Ich habe quasi die Hauptordnerstruktur, also. Die Ordnerstruktur der Welt habe ich 1 zu 1 kopiert. Habe dann natürlich die ganzen Sachen, so wie jetzt, also was übrig geblieben ist, ist dann, wer ist die Dateien? Also das sollte ja jetzt eine Einstellung drin sind. World.mt und dann EnvironmentMeta.txt und was war die andere Datei? Noch eine Einstellungsdatei.
sodass bei der Welt quasi der gleiche Seed, die gleichen Einstellungen sind, also auch die gleichen Mods drauflaufen, wie auf dem Vanilla-Server. Also eigentlich schon relativ viel, ne? Es ist ja hier Farming drauf, es ist die Tiermod drauf, es ist alles drauf, wobei ich noch keine Tiere gesehen habe. Und wie gesagt, das Ding läuft auf dem Raspberry Pi 1, nicht den 4er, na, sondern den allerersten Raspberry Pi, den, naja, aus der ersten Generation, den es gab, und es läuft erschreckend zufriedenstellend. Ah, sogar das Item-Dropping funktioniert. Und das ist ja immer das, woran man sofort sieht, wenn ein Server hängt, dass das Item-Dropping nämlich gar nicht mehr funktioniert. So überhaupt nicht mehr. Farming-Mod habe ich hier auch drauf. Ja. Ich habe noch nicht viel gemacht auf der Welt. Logisch, ist ja nur ein bisschen zum Rumspielen für mich, so privat. Habe ich heute, gestern Abend eingerichtet. Ja, dementsprechend auch noch nicht viel gemacht. So. Genau. Habe ich Holz? Ja, tatsächlich. Ich habe mittlerweile relativ viel Holz sogar. Weil ich hier die gesamte Holzfläche abgebaut habe. Hier waren ja auch Bäume. Von da habe ich ein bisschen Holz. Wir brauchen aber noch Stein, um hier was Sinnvolles zu bauen. Glücklicherweise haben wir hier direkt einen Berg. Dann krickeln wir da mal hin. Und klauen uns mal ein paar Dings. Da oben. Das könnte man noch Superstein abbauen. Das ist eh schon so ein Loch. Da fällt es nicht auf. Dann holen wir uns, bauen wir uns mal ein paar Leiter. Ja, so keine Ahnung. Ja, an manchen Stellen merkt man doch noch, dass es halt auf dem Raspberry Pi ist. Also ein bisschen Haken tut's, aber alles weit im grünen Bereich. Also. So, dann machen wir mal das. Und dann machen wir mal, wie war das? Das nach da, das nach da. Und dann haben wir wunderschöne Leitern. Wie viele brauchen wir? Ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3, 400. Kommt man da? Doch, da kommt man rauf. Gut. Dann fangen wir ein bisschen auch einfach mal hier an. Ja, der Postblitz hat ja geklappt. Kann ich hier raufbauen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber aufgrund dessen, dass es hier alle Mods gibt, die auf meinem Vanilla-Server laufen, gibt es ja auch dieses Replacement-Ding. Yay! Aber bringt uns hier nicht allzu viel. Nö, lassen wir einfach mal so. So, dann können wir jetzt hier anfangen, Steine abzubauen. Diese neuen Soundgeräusche sind schon ein bisschen, ne? Ich sag jetzt mal neu. Ah, man merkt, manchmal hängt der wirklich noch ein bisschen hinterher. Wobei, das ist natürlich auch, ne, ist natürlich klar, die Welt an sich, also die Map.sqlite, die ist ja auch weg. Das heißt, der darf die gesamte Welt hier neu generieren. Das heißt, der Raspberry Pi ist jetzt ganz schön am Anschlag wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich will da hin. Da ist sogar eine Kiste. Komme ich da hin? Ah, wird schwer. Kann ich hier noch Räuberleiter bauen? Nee, ne? Oh, Erde. Sehr nice. Wie komme ich da am dümmsten hin? Damit ich weiß, wie ich nicht hinkomme. Ich mach mal einen auf. Ach komm, ich mache einfach hier. Dirty and Dancing. So. Das ist eigentlich immer das Gefährlichste, ne? Dieses, ja, genau das meinte ich gerade. Wenn er da ein bisschen hinterherhängt, kann es sein, dass er im Nachhinein Blöcke wegnimmt. Yay. Ein Holzschwert. Ist ja gar kein Dungeon. Also, nicht so ein Dungeon, wie ich dachte, Dungeon. Aber eben, Dungeon mit Spawnern ist ja mein Klon, nicht mein Test.
Fackel. Da fackeln wir nicht lange. Oha. Das ist aber großer Raum. Ach nee, Quatsch, diese Korridor-Mod habe ich ja auch bei MyTest installiert, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich hier auch Korridore haben. Also so eine Unterbodenminen. Gut, das braucht natürlich ewig, um die Welt zu generieren. Ist ja bloß ein Raspberry Pi. Ah ja, das sieht doch schon aus wie so ein Ding. Ja, genau, hier ist ein Korridor zum Beispiel. Ah, perfekt, sag ich doch. Eben, das heißt, es müssten eigentlich in solchen Korridoren müssten dann auch zum Beispiel so eine Kisten drin sein. Oh, die Welt endet hier. Das hier ist das Stargate. Da hinten ist dunkel und wir haben keine Kerzen mehr. Aber hier ist wieder hell. Sehr schön. Was ist hier los? Wobei der mit dem Nachgenerieren der Welt auch extrem gut hinterherkommt. Also ich meine, klar, sobald wir rennen, ist Feierabend. Ne? Also sobald wir uns hier so bewegen, ist Feierabend, ganz klar. Aber solange wie man halt normal läuft, kommt der Raspberry Pi sogar damit locker hinterher. Ich muss schon sagen, entweder habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung, oder mein Test 5 ist tatsächlich wesentlich effizienter geworden, was die Weltengenerierung und mein Test als Ganzes angeht. Weil läuft verflucht flüssig. Also verflucht gut. Ob es flüssig läuft oder nicht, liegt ja nicht am Raspberry Pi, sondern an meinem Client. Aber es läuft halt verdammt gut, dafür, dass es auf dem Raspberry Pi läuft. Ist schon nicht schlecht. Lachte er und wurde enttäuscht. So, können wir hier gleich mal ein bisschen Kohle abbauen. Wobei, wir sind ja hier in dem Korridor, sind wir ja illegal. Das heißt, ich mache hier gar nichts, sondern verschwinde lieber wieder. Die Frage ist, von wo kamen wir? Von hier. So, die haben wir mitgebracht. Die haben wir mitgebracht. Und die haben wir mitgebracht. Hey, danke. So, gehen wir mal wieder nach Hause. Da, wo wir herkamen. Das hier zum Beispiel. Ich. So. Es gibt hier Kisten. Nee, das war's bereits. Schade. Naja, wir haben zumindest einen Eimer jetzt bekommen. Ne? Also kleinen Vorteil hatte dieser Ausflug. Wir könnten eigentlich auch mal das Ding hier als Haus ausbauen. Wäre das eine Idee? Ich meine, ne, dann hätten wir da hinten so, da wo dieser Gantler gerade reinging, hätten wir so unser Raum halt, ne, Schlafraum und sowas alles. Hier hätten wir den großen Wohnraum. Und hier die Treppe runter hätten wir halt den Eingangsbereich. Ne? Also, wenn man so möchte. Können wir mal überlegen, ob wir das so machen wollen. Ich meine, wir werden auf dem Server hier sowieso nicht so viel spielen. Okay. Ist das nur jetzt für die Testaufnahmen? Ach, der ist ja doch unten gelandet. Scheiße. Wenn ich da unten bin, komme ich da wieder hoch? Nee, ne? Nee, sieht nicht so geil aus. Egal, müssen wir auch gar nicht. So. Wir können ja einfach an dem Berg dran vorbeilaufen. Da kommen wir auch wieder nach Hause. So. Aber wir wollten ja noch ein bisschen Stein abbauen hier, ne? Oh, guck mal an. Oh, wow, Alter. Okay, das ist nice. Oh, ich liebe sowas. So. Kohle brauchen wir immer. Ja, Kohle kann nicht schaden.
Das ist noch Erde. Gib mir meine Erde! Meine teuer verdiente Erde! Erde! Yay! So. Da hätten wir auch Kies zur Not. Aber wir brauchen erstmal hauptsächlich Stein. Ich baue also hier einfach mal ein bisschen großzügig Stein ab. Machen wir hier eine Fackel hin. Dann sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr. So zum Beispiel. Ich meine, so viel Stein brauchen wir jetzt auch nicht. Aber halt wenigstens so, dass wir uns einen Ofen bauen können und so ein paar Steinwerkzeuge. Weil ich glaube mal, bis wir hier an Wasser kommen, dauert es noch ein bisschen. An Wasser sage ich schon. An Eisen dauert es noch ein bisschen. Wobei, ich weiß das gerade gar nicht beim Vanilla-Server, wie häufig da Eisen vorkam. Das war ja gar nicht so selten. Das war ja nur bei dem Etherwild-Server, wo das ultra selten war. Oder? Keine Ahnung. Mal sehen. So, mal gucken. Gucken wir mal hier. Wie sieht es denn hier aus? Licht. Oha. Hier sieht es eher nicht so gemütlich aus. Kommen wir weiter runter? Ja, wenn wir wollen, ja. Oh, doch, sieht alles in allem relativ gut aus. Man kommt so weit gut. Oder auch nicht mehr. Ah, ne, hier ist Feierabend. Weiter runter geht's nicht. Zumindest nicht ohne wieder hochzukommen. Scheiße. Wir bräuchten so ein Ding, wo wir uns also abseilen können. Hier so ein Seil, so. So ein Lasso. So. Eine Maus. Konnichiwa. Stirb halt. Ungeziefer hier. Ich hole gleich meine Kammerjäger. Mais. Okay, was geht draußen schon wieder ab? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Stein haben wir jetzt. Können wir uns einen schönen Ofen bauen. Und Eisen müssen wir nur noch mal suchen. Explizit. Ey, wir haben jetzt sogar direkt Kakao, sehe ich gerade. Oder sah ich gerade. Da. Kakao, 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 Kakao. Ich lasse hier mal ein bisschen reifen, bis er grün ist. Kriegen wir mehr Kakao raus. Ist hier noch mehr Kakao irgendwo? Nee, ne? Ah, sieht nicht so geil aus. Wir bräuchten also definitiv auch irgendwann denn so ein Kakaobaum-Gedings. So ein, hier müssen wir uns wie so einen Baum abbauen. Damit wir den Kakao züchten können. Direkt vor Ort. Wobei wir können auch erstmal hier im Wald züchten. Brauchen wir aber bei uns nicht so ein Knubbel. Ah. Schon sehr geil. So, unser Haus ist in die Richtung. Oder Haus. Das, wo das Haus mal hin soll, ist in die Richtung. Unsere wunderschöne Leiter. Sehr geil. So. Kann mal jemand sagen, warum der da jetzt gerade so extrem rumspackt?
Ja, gut. Na gut, ich würde mal sagen, die Folge ist gerade sowieso vorbei, von daher sehen wir uns ja mal zur nächsten Folge wieder. Bis dann.